Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zur neuen Aufnahmesession von Game Dev Tycoon. Die letzten 3 Jahre sind angebrochen. Wir ziehen das jetzt durch, machen eine komplette Session mit den letzten 3 Jahren. Ganz kurze Anmerkung, wenn ihr euch wundert, dass der Klang vielleicht nochmal ein Ticken anders ist als sonst. Ich werde es auch heute in Evolent nochmal ansprechen oder erklären, aber ich erkläre es hier auch gerne nochmal. Ich habe jetzt ein Podest, genau, das Wort habe ich gesucht. Ein Podest habe ich mir gebaut, weil das Mikro immer ein bisschen ungünstig positioniert war mit der Tastatur, gerade für Game Dev Tycoon, wo ich auch ein bisschen an der Tastatur dann schreiben muss. Oder auch in Zukunft für Spiele, die mit der Tastatur gespielt werden müssen, ist es so ein bisschen nochmal einfacher, wenn man so ein richtiges Podcast-Mikro erhöht sozusagen hat. Oder wenn man generell sein Mikro etwas erhöht hat, da das Podcast-Mikro, zumindest wüsste ich nicht, dass es dafür einen Mikrofonständer gibt. Ansonsten hätte ich ihn, oder habe ich ihn auch generell nicht. Deshalb habe ich jetzt das mit dem Podest gemacht, dass das ein bisschen erhöht liegt und die Tastatur dann vernünftig positioniert werden kann im Gegensatz dazu. Und deshalb kann sein, dass der Klang halt noch ein bisschen anders jetzt wieder ist. Ich hoffe, dass er nicht zu hallig wird. Und ansonsten, ich merke aber gerade, ich habe mein Mikrofon-Popschutz nicht dran montiert. Ganz kurz nochmal eben weg. Sozusagen, quasi. Sekunde. Ja, da bin ich wieder. Ich habe gerade festgestellt, mein Popschutz kriege ich ja in mein Podest so problemlos gar nicht dran, wie ich es gerne dran kriegen wollen würde. Das heißt, da muss ich mich nochmal dran setzen, aber das heißt auch, dass jetzt nochmal alles ein bisschen anders läuft. Ich bin gut vorbereitet. Ich bin wunderbar vorbereitet. So, was haben wir beim letzten Mal eigentlich getrieben? Die Musik. Heute werde ich wahrscheinlich nicht von incompetech.com benutzen, sondern ich werde die benutzen von guten. Jetzt weiß ich seinen Namen nicht. An dieser Stelle werde ich jetzt diesen Namen sagen, den ich später nachgucke und einfach reinschneide. Ich weiß, dass ich den oder dass ich seine Musik schon mehrfach benutzt habe. Die Rede war natürlich vom guten Papa Fiat Music. Link findet ihr in der Videobeschreibung und diesmal wird er uns musikalisch begleiten. So, da sind wir wieder, beziehungsweise ich der Gegenwart. Und jetzt schaue ich mal, wir haben beim letzten Mal gar nicht so viel gemacht. Wir haben Hypnotic gemacht. Ich dachte, wir hätten mehr gemacht. Wir haben nur 4 Spiele entwickelt beim letzten Mal. Ach ja, ich habe auch nur ganz kurz aufgenommen, weil ich so in so einem Müdigkeitszustand war. Hypnotic hatten wir gemacht. Meta Dev Dings Gedöns Tycoon. Die gute Salia wartet schon, dass ich es wirklich entwickle, weil die würde es spielen. Die ist so eine Beamtin scheinbar. Mass Effect haben wir uns unter den Nagel gekrallt, dank dem guten El Tonno. Und das völlig verrückte Jägerspiel mit 152 Millionen Profit. Wow, das haben wir auch noch entwickelt. Heute habe ich keine Spiele parat für euch. Es gibt zwar ein paar Spiele, die in der Schwebe hängen. Da ist ein Spiel von ML Zocki, da ist ein Spiel von Doppel-DLP. Die jeweils das Problem hatten, dass die zwei Topics gewählt haben, aber kein Genre. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme habe ich auch da noch immer keine Aktualisierung. Also ML Zocki, da warte ich ja schon ein bisschen drauf. Muss ich den nochmal anstupsen, den guten Herrn. Und bei Doppel-DLP habe ich da auch noch keine Info zu. Dann gibt es noch ein Spiel von The Harbingers of Death. Da ist das Problem, der hat zwar ein Spiel, das könnte ich halt machen. Es ist Medium. Ich hatte ihn halt gefragt, ob ich es vielleicht Large machen soll statt Medium, weil ich ja Large tatsächlich inzwischen machen kann. Und es ist ein Warhammer 40k-Spiel. Also auch er, ähnlich wie El Tonno, greift ein Spiel auf, das es quasi, oder ein Medium, was es halt schon gibt, und will dem quasi, oder will dieses aufgreifen. Da habe ich ihn halt gefragt, sag mir oder erzähl mir ein bisschen was darüber, dass ich da nicht mir eine eigene Story zu ausdenke, weil ich kenne Warhammer 40k nicht. Ich weiß, dass es so ein Fantasy-Setting ist, beziehungsweise Fantasy-Figuren benutzt, so Orks, Zwerge, Elfen und so, und ein Science-Fiction-Setting setzt, so rum wird ein Schuh draus. Mehr weiß ich aber nicht über Warhammer 40k. Und bevor ich mir irgendwas Eigenes dann aus den Finger ziehe, also gerade bei Sachen, die es halt schon gibt, fände ich es schöner, wenn die Leute mir einfach sagen, was sie gern hätten, weil das finde ich einfach dann angebrachter und passender. Deshalb spare ich mir diese 3 Spiele tatsächlich jetzt dann für die zweite Staffel auf. Ich sammle ja auch schon für die zweite Staffel, ich muss ja nicht alles hier in der ersten Staffel verheizen.
Das werde ich jetzt ein bisschen dann sozusagen aufsparen hierfür. Ich hoffe, dass da ein bisschen was sich dann sammelt, weil ich werde ja nicht im Anschluss direkt die nächste Staffel raushauen. Und stattdessen werde ich dann jetzt muss ich nur gucken, wo mein Zettel ist. Genau. Stattdessen werde ich jetzt das viele Geld, was wir haben, ein bisschen nutzen und ein bisschen rumexperimentieren mit Kombinationen. Und zwar hatte ich mir da nämlich überlegt, man könnte ja ein Spiel machen, und zwar ein Comedy-Spiel. Ich musste gerade nur noch mal gucken, wo habe ich Comedy? Comedy da, und zwar ein Comedy-Strategiespiel ist das Ganze. Und zwar heißt dieses schöne Ding, ach ja, auch nicht wundern, wenn ihr die Tastatur klackern hört. Ich habe eine neue Tastatur geschenkt bekommen von der guten Rübka. Und die klackert, das ist eine Rockert. Und wer sich mit den Rockert-Tastaturen auskennt, weiß, dass man quasi diese Stifte in den Knöpfen oder in den Tastaturknöpfen aussuchen kann. Da gibt es vier verschiedene, glaube ich. Braun, schwarz, blau, rot. Und die haben halt verschiedene Sachen. Manche sind besonders druckempfindlich, manche sind eben nicht so druckempfindlich. Manche sind halt mit einem gewissen Widerstand. Das ist dann so ein Klackern halt auch. Und deshalb klackert die halt auch ein bisschen wieder lauter. Werden wir jetzt schön immer hören. Habe ich aber kein Problem. Oder kann ich mit leben. Ich hoffe, ihr könnt es auch. So, dann ist es ein Strategiespiel. Das heißt, das. Und es ist ein bisschen funmäßig. Das heißt, wir machen schön PC, WoW und GS mit der eltoro Engine. Und worum geht's denn, wenn die Oma kommt? In Wenn die Oma kommt, geht's darum, dass wir ein Junggeselle sind und total natürlich in der Party-WG leben. Wir haben die Wohnung ins Chaotische getrieben. Das sieht aus wie nach einem Schlachtfeld. Und die Oma hat sie angekündigt. Die hat gesagt, ich komm vorbei, Jungchen. Na, der hat gesagt, der kommt. Und da muss die Wohnung schön aussehen. Ne? Und dann müssen so die Brandflecken aus dem Teppich irgendwie raus. Da muss der Alkohol muss die Wohnung verlassen. Die halbnackten Schönheiten aus dem Bett müssen irgendwie losgeworden oder muss man loswerden kriegen? Loswerden kriegen? Also ihr wisst, was ich meine. Ja. So. Und deshalb ist es ein Strategiespiel, denn man muss strategisch quasi, man hat nur eine gewisse Zeit, bis die Oma halt da ist. Und man muss strategisch vorgehen. Man muss halt so überlegen, was entferne ich und auf welche Art und Weise, um möglichst mit wenig Zeiteinsatz die Bude möglichst sauber zu kriegen, damit die Oma zufrieden ist, wenn sie kommt. Der Oma Elfriede ist es. Das ist die gute alte Oma und die ist ganz schön strikt. Ne, wenn der Wohnung scheer ist, dann ist die Oma aber richtig böse. Und was ich hier von scheiß Akzent rede, ich weiß das nicht. So, ein Medium-Spiel ist es, weil auf dem GS die LAT-Spiele ja leider nicht gehen. Und das ist für everyone, weil jeder kennt dieses Problem. Jeder kennt dieses Problem, wenn die Oma rumkommt. Ich würde fast sagen, da könnte man ja quasi so Vogelperspektive von oben mäßig, ne? Oder hier so ISO-Perspektive, also so schräg von oben 2D nehmen. Das wird schon schön aussehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich muss mal auf meinen Kopfhörern die Ingame-Sounds ein bisschen leiser drehen. So, today's new game platform Mbox Next by Mirkonoft has been released. Ich weiß, momentan sind die Action-Spiele ganz populär. Ich hoffe aber trotzdem, dass wir mit dem Strategiespiel da ein bisschen quasi Land gewinnen können. Die Cutscenes brauchen wir nicht, da brauchen wir storytechnisch eigentlich gar nichts. Safe Game nehmen wir, Multiplayer nehmen wir mal raus, Basic Physics auch nicht. Ein Mod Support, der kann gerne drin bleiben. Und Character Progression brauchen wir hier auch eher weniger. Ich überlege, ob wir auch noch eine letzte Engine quasi, bevor wir hier raus sind, bevor die 35 Jahre rum sind, ob wir noch mal eine letzte Engine raushauen. Irgendwie noch mal die. Ich glaube, so zum Abschluss würde ich gerne die LPF-Engine machen. So, die Let's-Minus-Plays-Engine. Das fände ich nochmal einen schönen runden Abgang. Hi, this is Christopher Rignall from eGaming Check. I got word that LPF Interactive is working on a new game. Would you be willing to share some information on your current game project? Achso, das ist nur ein Interview, klar, machen wir. Ich bin modest, weil ich glaube nicht, dass das Spiel ein Hype-Game wird, also dass das der dicke Hit wird. Deshalb mache ich mal lieber nur so ein bisschen, na, passt schon, passt schon. Ich weiß nämlich gar nicht, welche Genres zu Comedy überhaupt passen. Da kann ich nicht hier mich hinsetzen und sagen, das wird der dicke neue Hit. Das wird jeder spielen und das werden die Leute noch ihren Kindern erzählen, dass sie das gespielt haben. Weil ich glaube, der Fall wird nicht eintreten.
So, Minigames, Easter Eggs hauen wir natürlich rein. Level Editor, dass man so seine eigenen Wohnungen erstellen kann, weil das ist ja ein Strategiespiel. Man hat halt verschiedene Level. Man muss ja immer wieder aufräumen, weil die Oma immer wieder kam und es gab ja immer wieder andere Partys. Und dann kann man ja in so einem Level Editor, kann jeder auch so seine eigenen Party-Konstellationen erstellen, wo er quasi, Beta-AI brauchen wir deshalb hier gar nicht, wo er dann einstellen kann, was den anderen Mitspielern an Herausforderungen geboten werden. Finde ich, ist eine gute Sache. So, dann machen wir jetzt Marketing noch eine große Kampagne. Und Gott, red ich heute wieder in einem Fluss. Ich mache ja kein Punkt und Komma gerade. Da ist nur Laber, Laber, Laber gerade bei mir. So. Muss nur mal hier die Zettelwirtschaft bisschen ordnen. So, jetzt können wir auch gleich dann das Häkchen setzen unter das Spiel. Today the new game platform PlaySystem 5 by Vonnie has been released. So, World Design, würde ich mal sagen, ist hier tatsächlich relativ wichtig. Und der Rest passt auch. 2D-Grafik Stufe 3 ist tatsächlich hier dann ein bisschen... naja gut, dann haben wir halt nur 80% 2D-Grafik. Den Surround-Sound brauche ich auch nicht. Stereo-Sound reicht mir da schon. Tag-Nacht-Zyklus brauchen wir nicht. Das brauchen wir alles nicht. Da kann ich relativ sparsam diesmal hier alles entwickeln. Generell ist das ja hier... Da ist ja überhaupt keine Auslastung quasi. Meine Güte. So. Ja, punktetechnisch ist da auch nicht so viel. Large Booth. Ich glaube, das wird nicht mehr rechtzeitig sein, dass wir quasi... G3-Hype noch mit abgreifen können. Für wenn die Oma kommt. Die Oma Elfriede, ne? Die kommt aus dem schönen, aus dem schönen, weiß ich nicht, Saarland? Irgendwie so, keine Ahnung. Die kommt von... Na, hallo, ich habe auf Finish gedrückt. Die kommt von irgendwoher. Oh, cool. Wenn die Oma kommt, kriegt tatsächlich noch den bisschen Hype ab. Weil ich zu spät gedrückt habe. Finde ich schön. Ich meine, da sind wir ja mal in einem mickrigen Hype mit nur 100. So wenig hatte ich ja schon lange nicht mehr. Aber 1,5 Millionen Besucher. Sind wir damit schon in den Top 10? Sind wir in den Top... Jawohl, Platz 3, sogar in den Top 3. Wir sind auf dem Bronzetreppchen angekommen. Mensch, da bin ich aber stolz, du. So. Dann schicke ich die Leute hier gleich in... Wir haben 50 Millionen für die Entwicklung ausgegeben. Ernsthaft jetzt? Ich glaube schon, ne? Das war aber ein teures Spiel. Ein richtig teures Spiel war das dann. So, ich würde mal sagen, wir schicken die gleich alle in den Urlaub, entwickeln dann die letzte Engine und dann hoffentlich reicht es, dass wir die gute hier auf die den 700er Wert setzen können, damit wir endlich die Hardware-Lab-Geschichte angehen können. Self-Learning AI, finde ich cool. Selbstlernende AI, wer braucht das, wer will das nicht? Damit die AI einem schön irgendwann den Hintern aufreißt, wenn man 20 Mal gegen sie gespielt hat. Die starken Trends sind weg, das ist perfekt. Unser Spiel kann jetzt erscheinen, wenn die Oma kommt. Oh ja, das ist enttäuschend. Dann, meh, sagt Informed Gamer. Die sind da nicht so not much fun, denn natürlich, die fühlen sich alle an ihr echtes Leben, also ziemlich schlecht, sagt All Games. Die fühlen sich alle an ihr echtes Leben erinnert, wenn die Oma bei denen immer zu Besuch gekommen ist. Ne, da wollen die das auch nicht im Spiel haben, kann ich verstehen. Das Spiel hat uns eigentlich nur 5 Millionen gekostet. Ich war der Meinung, wir waren bei 350 Millionen eigentlich mal gewesen. Ah, wir haben ja hier unser Lab, was uns pro Monat echt viel auch kostet, aber dafür haben wir bald die eigene Convention voll. Ich weiß gar nicht, welches Ziel hatte ich mir für die eigene Convention gesetzt. Naja gut, wir ziehen ja am Ende E-Bilanz und dann sehen wir, wie viel das war. Oh, Post-Release, Comedy und Strategie ist eine schreckliche Kombination, wie ich mir gedacht habe. Artificial Intelligence ist aber ziemlich wichtig für die Art von Spiel und Wu und Strategie ist ziemlich schlecht. We should try to focus our entire team on the development of a game. Hatten wir das nicht? Hatte ich nicht das ganze Team drin? Bin mir nicht sicher. I'm not so sure.
So, wir brauchen noch 60 Technology-Punkte. Gut, Technology. Zack. So, und dann schaue ich mal, wenn ich jetzt eine Custom Engine mache, habe ich denn neue Sachen? Ich habe Storytelling. Hier habe ich nicht so viel. Hier habe ich ein bisschen was. Ein Dialog-Tree hätte ich noch. No Loading Screens, AI Companions. Ja, komm, für eine letzte Engine lohnt sich das. Dann nehme ich auch mal hier Abstufung nochmal der Grafik von, also, ne, hier der Zweierstufe. Und dann ist das unsere letzte Engine, die wir machen. Und das ist natürlich die letzte. Man muss sich erstmal die neue Tastatur auch gewöhnen. Let's minus place.de Engine. Die Let's-Place.de Engine. Nochmal der klare Verweis, wofür LPF Interactive eigentlich steht. Ich hoffe, ich habe nur die Aufnahme jetzt nicht. Ich habe nicht auf den Knopf gedrückt. Ich wüsste nicht, dass ich auf den Knopf gedrückt habe. Jetzt zum Schluss nochmal diesen Fehler machen wäre nicht so toll. Wow, 1200 Punkte brauche ich dafür. Heidewitzka. So, die ist bei Technology 660.